Herzlich willkommen zu Lauf des Lebens. Mein Name ist Kai Uwe und ich freue mich recht herzlich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Denn das Thema dieser Dokumentation sind Vorurteile beim Wandern. Ja, ein ganz herzliches Grüß Gott, auch von meiner Seite. Kommen wir gleich zum Wichtigsten, der Ausrüstung. Wetterfeste Kleidung mitzunehmen ist einmal sehr wichtig. Beim Proviant möglichst darauf Acht geben, dass das Wetter eben im Hochgebirge sehr schnell wechseln kann. Und man deshalb auch für einen Tag und möglicherweise zwei Nächte in einer Schutzhütte vorsorgen sollte. Und ja, beim Schuhwerk, feste Bergschuhe sind einmal das Wichtigste und alles andere ist primär. Ja, ich weiß natürlich bei den Sandalen, manche sagen so, andere so. Ich trage sie natürlich so gern, weil wenn ich mit den Tennissocken in die Bergschuhe reingehe, dann schwitzt das natürlich mit der Zeit und den Geruch, den kann ich am Abend natürlich nicht haben. Aber ich finde auch, man muss nicht jeden Modetrend mitmachen. Und in 10 Jahren schaut das vielleicht schon ganz anders aus. Da guckt man dich vielleicht schräg an, wenn du nicht mit den Tennissocken und den Sandalen rumläufst. Ja, es ist eh klar, dass sich die Touristen da oben nicht so gut auskennen. Aber ich sage immer von mir aus, wie sie richtig laufen müssen und zeige den einfachsten Weg. Außer bei den Skihaseln, weil die sind ja noch jung und kraftgeladen. Da zeige ich immer einen schweren Weg, aber da bin ich dann schon so fair, dass ich meine professionelle Begleitung offeriere. Ich habe mich natürlich auch schon auf diese Wanderung vorbereitet und erstmal im Netz gegoogelt, weil es da in den Bergen so anders ist. Da habe ich gelesen, dass da der Luftdruck ein bisschen anders ist. Und ja, da habe ich deshalb in der Nacht davor noch aus meiner Apfelschorle die Kohlensäure rausgelassen. Und damit ich dann morgen beim Wandern nicht irgendwas Dusseliges mit der Verdauung dann am Start habe. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich gerne den Daumen nach oben geben. Falls du es ganz dusselig fandest, dann kannst du es ja jemandem schicken, den du mal so richtig veralbern möchtest. Yeah.